Hallo, ich bin die Elisabeth Werder aus Kempten und ihr habt gerade schon ein Geheimnis meines Papierobjekts ergründet und ich verschließe das Geheimnis für euch wieder. Das soll nämlich nicht jeder sehen. Papier kann ganz schön schwer sein, schaut's mal. Boah, vor allem, wenn es mit Draht gefüllt ist. Draht und Papier, Stoffe, Wolle, Hocker, Speere, Borken, auch aus Papier. Was haben wir denn noch? Wolle und so weiter. Und jetzt kommt's mal mit. Ihr seht wahrscheinlich schon, was mich am meisten inspiriert, und zwar die Natur. Die Natur in ihrer sichtbaren Erscheinungsform. Vögel, Flechten, Bäume, Strukturen in ihrer unsichtbaren Form oder versteckten Form. Versteckt wie die kleinen Köcher, Fliegenlarvenköcher, unter Wasser, unter den Steinen, winzig klein, zerbröseln, wenn man sie zerstückelt. Unglaublich schön. Was denn noch? Die verschmähte Natur, die Krähen, die störenden Flechten, die man unbedingt wegmachen muss. Ich liebe sie. Und ihr lernt natürlich bei mir im Kurs keine Flechtennamen, keine Vogelnamen, aber ihr lernt, wie ihr mit den Materialien Papier, unterschiedlichste Papiere und Draht umgehen könnt, wie ihr aus diesen Materialien Objekte formen könnt. Wie kann ich Papier härten? Wie kann ich Papier zusammenfügen zu neuen Objekten? Und da wird wahrscheinlich einiges schief gehen oder mal mehr, mal weniger, aber das ist super wichtig. Dann kommt ihr weiter, ihr lernt einen neuen Weg und findet oft bessere Lösungswege. Und ich helfe euch dabei, ihr seid nicht allein, um zu euren ganz persönlichen Ergebnissen zu kommen im Kurs. Und das finde ich so wahnsinnig schön. Ich habe im Kurs mehrere Teilnehmer und mindestens genauso viele verschiedene Ergebnisse. Wir unterhalten uns, wir sprechen drüber und gerade die Vielfalt, die finde ich einfach ganz faszinierend. Ich freue mich total auf unseren gemeinsamen Kurs und bin schon sehr gespannt auf euch als Menschen, auf euch als Künstler und Künstlerinnen und auf die Zeit, die wir gemeinsam verbringen. Bis bald!